Acho, in Ephraticon. Bisschen kälter als was wir erwartet haben, aber jetzt muss man etwas Warmes anlegen und vielleicht etwas trinken. Et voilà! Let's go! Bei mir jetzt Anja Seebacher, Gastgeberin von White Marmot in St. Moritz. Anja, was bringt dich denn heute auf Ephraticon? Ja, wir sind froh, dass wir heute Abend in Ephraticon sein dürfen. Wir sind da und präsentieren uns ein bisschen mit dem White Marmot. Wir sind jetzt in den letzten Vorbereitungen für den Saisonstart am kommenden Samstag. Er ist der 12. bei uns im Edis und nächste Woche dann im White Marmot am Freitag, den 7. Dezember. Marco Moroni, Executive Chef von White Marmot in St. Moritz. Marco, was schneidest du da auf eins? Ein Ephraticon Murmeltier? Nein, das ist aber Violino di Capra, also Ziegenschinken, Rohschinken. Aber nicht von Ephraticon, gell? Kilometer Zero da St. Moritz. Kilometer Zero di St. Moritz, in Gadina. Sehr gut, ja, dann danke vielmals für den feinen Apero und da. Und da haben wir zwei andere, also andere verschiedene Apero. Parmigiano, Pane Burra Ciughe, Kapsta, also Rindtartar und überbackene Rindtartar auf den Knochen. Reto Kuhn bei mir, Gastgeber von der Kuhnbar. Der Name Kuhn, wenn jetzt Müller heißen würde, wäre das auch so ein Wortspiel. Käme spontan nichts in den Sinn. Das ist ja zwar eine alte Mühle, wo wir da sind und wo wir den Namen gesucht haben, haben wir Brainstorming gehabt, da haben wir überlegt, weil du jetzt gerade sagst, Müller, haben wir überlegt, Mühlebar, Mühlepöp oder so, da haben wir das Gefühl gehabt, das ist alles ziemlich trostlos und das gibt es schon 100 Mal. Und so sind wir dann irgendwann, wenn, zur vorgeschrittenen Stunde, sind wir auf den Namen QN gekommen. Marco! Was haben wir da? Der Apero war super. Was haben wir jetzt? Entschuldigung. White Marmot Box Surprise. Box Surprise? Surprise. White Marmot Box Surprise. Meine Damen und Herren, Silvano Vitalini. Er führt die Hauptfiliale hier in St. Moritz von der Kuhnbar. Guten Abend miteinander. Ja, die Hauptfiliale ist ein guter Ausdruck. Leider ist es eigentlich ein bisschen umgekehrt, aber wir können jetzt hier runter schauen, wie man es besser machen könnte. Oder wir zeigen denen hier unten, wie es eigentlich richtig gemacht wird, oben, wo die Sonne eben scheint, wo nicht nur Nebel und Regen herrscht. Und ja, jetzt schauen wir, was heute Abend daraus wird. Richtiger Saisonstart, oder? Njum. 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 Nicht so schöne Passstrasse hier in Zürich, mehr so ein bisschen Autobahnverkehr. So, jetzt bringen wir nochmal am Gastronomiechef von Engadin St. Moritz Mountains sein Essen, am Christian Meili. Voilà, Monsieur, bon appétit. Voilà. Christian, nur eine ganz kurze Frage. Warum haben wir so 3 Stunden Auto fahren, um in eine QN-Bar zu gehen, wo wir sie auch in St. Moritz hätten? Ja, das ist QN World da drinnen. Das ist, in St. Moritz gibt es nur auf der Schlusszeichen QN-Bar. Das ist QN World. Okay, und es lohnt sich auf jeden Fall, um hier auf Zürich zu kommen, wegen dem Season Opening, oder wie ist die Tradition schon wieder gewesen? Wir White Marmot, wir können hier kochen, das lohnt sich. In dieser Location mit unserem gastronomischen Angebot, perfekte Kombination. Entschuldigung, ein bisschen trockene Lippen. Entenleber-Cocktail als nächstes. Rindstagliata auf Rucola-Schaum. Und Kastanienopera mit Corvilla-Schnee. Marco! Marco, wir haben kein Dessert auf dem Menü. Ich habe schon gegessen. Das war der Lipstick, White Marmot, mit dem weißen Schoki und getrockneten Himbeeren. Schade, zu spät. Ah, ich habe schon gedacht. Wow. Das ist es von uns aus Ephraticon. Schön, dass sich die Leute hier noch Zeit nehmen zum Werbungsmann für St. Moritz. Mountain Vibes, präsentiert von Engadin St. Moritz Mountains. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Thank you.